Ja, siehst du mal. War nicht so gut. Ihr könnt noch mal die Karte ausklappen, die ihr natürlich mitgenommen habt, wohlweislich. Und das Pendel zeigt nach Nordosten. Vielleicht sogar nach Nord-Nordost. Nee, ihr seid euch nicht ganz sicher. Es zeigt zu 85% auf Burggrabenmund. Er kommt definitiv näher. Ist richtig. Aber ich denke, wir sollen trotzdem jetzt erstmal diesen Paligan-Typen da befreien. Auch wenn. Richtig. Iserun? Lukas-Probe. Ja. Je näher sie kommen, also in Gareth war die prozentuale Wahrscheinlichkeit bei 95. Was ist Iserun? Ihr seht so nachdenklich aus. Naja. Noch nachdenklicher als sonst. Nun erinnert ihr euch an das Gespräch, das wir in Gareth bezüglich der Position hatten? Dass wir glauben, es ist sehr, sehr wahrscheinlich in Rabenmund. Es ist ja immer noch. Ich denke vermutlich, dass es entweder Burg Rabenmund oder die allernächste Umgebung sein wird. Ja, nächste Umgebung würde ich sagen, ja. Also, mir kommt das jetzt nicht mehr so ganz so genau vor. Was wäre, wenn zwei mögliche Thronfolger hier sich herumtreiben? Möglich. Wovon? Also auf Was? jeden Fall zeigt das Ganze Dann weiter nach würde Osten jetzt. das Pendel doch schwenken, Moment, ungenau nein, 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 werden. nein, nein. Ich glaube, es ist viel profaner und einfacher. Wenn es in Gareth wirklich auf Burg Rabenmund gezeigt hat und jetzt nicht mehr ganz auf Burg Rabenmund zeigt, vielleicht ist der oder die Herrin von Burg Rabenmund ja auch gerade auf einem Ausritt, auf einem Ausflug. Und natürlich zeigt das Pendel dann nicht auf die Burg, sondern auf ihn, wenn er im Es Umland kann immer noch unterwegs sehr ist. gut sein, dass es etwas davor oder dahinter ist. Es gibt viele kleinere Ortschaften in der Umgebung. Aber ja, also wir kommen näher. Das ist ohne Zweifel. Es zeigt viel weiter nach Osten als vorher. Es sei denn natürlich, dass die Veränderungen, die wir in Romilis beobachtet haben, mit der Domäne des Herrn der Rastlosigkeit, sich auch hier irgendwo ausgebreitet haben und die Messungen dadurch ungenau machen. Durchaus möglich, allerdings ist ohne Zweifel zu sagen, wir müssen näher ran. Das stimmt wohl. Nun erstmal zu diesem, wie nannte sich dieser Stein noch? Korwinstein? Ich nehme an, dass das so eine Art Festung sein wird. Ja, so hat es sich Burg oder zumindest sowas. angehört. Mit dem Stichwort Corwin-Stein könnt ihr auch sehen, wie Marenion und Mendario Federbringer, der Elf und der Magier, der Seemagier, wieder zu euch kommen. Ich halte mir irgendwie die Blumen vor das Gesicht, die ich eigentlich gesucht hatte. Gab es überhaupt welche oder war hier schon alles tot? Also du wirst sicherlich was gefunden haben, bist dann ja doch schon eine ganze Menge gelaufen, aber dein Instinkt hat dich direkt in die richtige Richtung geführt. Und so konntest du dann auch irgendwo weiter abseits im Südwesten konntest du dann auch noch was finden. Ist jetzt So nicht viel, aber. ein bisschen Lavendel, ein bisschen Kamille, irgendwas muss halt Mein auch anspruchslos wächst. hochgewachsener Freund, nur weil ihr das vor euer Gesicht haltet und so tut, als könntet ihr uns nicht sehen, heißt das noch lange nicht, dass wir euch nicht sehen Sehr können. amüsant, aber nein, ich hoffe ein wenig, den Geruch zu überdecken, des, was auch immer ihr dort hinten mit den Toten tut. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Also vielleicht eine gute Nachricht. Wir werden die Burg. Wie hieß die nochmal? Karkstein? Wie auch immer die heißt. Korbenstein? Korbinstein, richtig. Die Burg Korbinstein, sagen wir mal, übernehmen. Übernehmen ist ein gutes Wort, oder? Ich würde sagen, requirieren. Requirieren. Das ist ein schönes Wort. Es klingt so, als wolltet ihr eure menschlichen Freizeiten nachgehen, den Muss doch sehr bitten. Menschlich, also wirklich. Ich hätte mehr von euch erwartet. Also dort vor Ort sitzt ein Mann, den wir brauchen und sie haben und sie wollen ihn nicht rausrücken. Deswegen werden wir alle die entfernen, die böse sind. Habt ihr denn schon mit ihnen gesprochen? Wir haben Drachen. Noch einmal, ich habe euch doch schon erklärt, wer auf Drachen reitet, Und die böse. sind dieselben, ja? Nun, dann werde ich euch doch wohl zumindest bis dorthin begleiten. Wunderbar. Wenn wirklich jemand gefangen gehalten wird, das ist wohl auch für euch Teloran nicht recht, nicht wahr? Richtig.
Na dann, auf dahin. Prosti, Frage. Ich habe gerade nachgeschaut, sensibler Geruchssinn funktioniert tatsächlich nicht wie eine schlechte Eigenschaft, sondern ich muss eine Selbstbeherrschung proben, um mich nicht zu übergeben oder wegzurennen. In welchen Abständen muss ich das machen? Deswegen sage ich einfach mal, solange du schlecht riechst, bekommst du die GP 1,50 als Erschwernis. Aber so ist es ja halt nicht. Ja, dann würfel halt die Selbstbeherrschung. Ja. Also deswegen, würfel halt die Selbstbeherrschungsprobe. Ich finde das halt Blödsinn, weil... Ja, RIP! Okay, die Blumen helfen nicht. Ich werde mich wohl an den Straßenrand übergeben müssen. Richtig unrühmlich. Warum hast du eine Plus 6 eingetragen? Weil es erschwert um den Geruchssinn ist. Um den Geruchssinn? Um den, ja. Also du würfelst quasi auf Plus minus 0. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ist aber Selbstbeherrschungsprobe so hoch, also Sinnschärfe und Selbstbeherrschung, okay, gut. Ja, dementsprechend gebe ich dir trotzdem dann die plus 6 auf die nächsten Proben. Ja, das nehme ich. Also Sinnschärfe schwer ist. Also jetzt sehe ich es an. Ja, ihr könnt auf alle Fälle weiter in Richtung Norden gehen und was ihr feststellt, ist wohl, dass die Farbe aus dem Land weicht. Ihr habt kurz das Gefühl, dass es sich eher um sowas wie eine Art Nebel handelt, der sehr diffus ist, aber er ist nicht so, dass er die Sicht blockiert, wie es ein normaler Nebel tun würde, sondern es ist einfach nur, dass eine Schwärze und eine Finsternis sich über die Gegend legt und all das, was vorher noch matschig braun war oder schimmlig grün, ist jetzt einfach nur noch schwarz und weiß. Wo ist denn jetzt diese Festung überhaupt? Ich denke, dort hinten irgendwo. Zeig doch mal die Karte. Ja, dort hinten ist sie ungesehen. Irgendwo, aber mir irgendwo ist immer dünn. Ist das noch hinter dem Darpart oder nicht? Vor dem Darpart natürlich. Nun, dem Geruch zu urteilen, kommen wir der Sache auf jeden Fall näher. Ungnädigerweise. Nun, der Karte nach liegt es direkt am Fluss in einem Sumpf, umgeben von Wald. So, liebe Freunde, denkt daran, dass es hier Nebelspinnen gibt. Das auch. Fragen wir den Meister, Nebelspinnen? Sind das echte Tiere? Du hast keine Ahnung. Was ihr mitbekommen könnt, ist, dass sich auch die Sonne nur noch als großer weißer Ball über euch befindet. Und nicht nur, dass ihr jetzt auch farbenblind werdet, so wie es der Wanderer sagte, der Obergefreite, dem ihr ein Schreiben ausgestellt habt. Nicht nur, dass ihr farbenblind werdet, auch Kiaras und Rafim, ihr könnt feststellen, dass euer innerer Kompass versagt und ihr euch allesamt orientierungslos fühlt. Ich würde gerne ein Exposani würfeln, nur um mal zu gucken, ob wir nicht alleine sind oder doch alleine sind. Und ich würde mir Zeit lassen dabei. Denk dran, dass der nur eine beschränkte Reichweite hat. Ja, genau. ZFB Stern mal 3 Schritt weit. Also, ich bin schon bewusst. Aber ich habe den auf 9. Also 27 Meter kann ich damit gucken. Reicht mir erstmal. Ja, zum Glück habe ich mir Zeit gelassen. Wow. Ja, habe ich 18 Meter Sichtweite. Also du siehst nichts, was lebt. Ja. Kannst du durch Bäume durchgucken? Ja, ne? Ja. Ja, bis zu einer gewissen Breite. Bis zu einer gewissen Breite. Ja, doch, dann kannst du hinter der Rinde erkennen, wie sich dort immer noch Würmer und Maden wimmeln. Und jetzt, wenn du auch nochmal deinen Blick auf die Bäume am Rand wirfst. Würmer und so sehe ich nicht. Würmer siehst du nicht. Mindestens rattengroß sein. Mindestens rattengroß. Gut. Genau. Dann ist alles um dich herum tot. Oder untot. Gut, aber da bin ich schon mal beruhigt. Also sind gegenwärtig keine von diesen Nebelspinnen irgendwo um uns. Alles gut. Es ist schon beunruhigend, welchen Einfluss die in der Hölle auf die Erde haben kann. In der Tat, Aber sagt,
Was könnte man tun, um das alles wieder rückgängig zu machen? Erneut einen seltsamen Kessel vernichten, Paktierer töten? Wie bekommt man so etwas wieder heil? Man muss den Ursprung vernichten. Den Ursprung, das Leck, nennt es wie ihr wollt, eben dort, wo die Höllen in das derische Gefüge lecken. Und zwar kein Symbologe, aber ich glaube auch, dass wir uns aktuell nicht mehr wirklich auf Dera befinden, sondern tatsächlich in so etwas wie einer Globule. So, das hat es den Anschein. Wahrlich eine Globule ist und das die gesamte Markt bedeckt, irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, das zu brechen. Solch eine gewaltige Macht, die davon ausgehen muss. Ich glaube nicht, dass es sich über die ganze Markt zieht, auch wenn ich noch nicht da war, aber ich glaube vor allem, dass es sich zentral um Werheim oder Inferno herum befindet. Ist das magischen Ursprungs? Definitiv, die Sphären sind hier sehr dünn. Müsste man es ja nicht über Meilen und Meilen hinweg sehen können, was das auslöst? Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, und damit kannst du sehen, wie er an seinen Gürtel greift, sich einmal ebenso wie Abel mir einen Stab herausformt. Er klopft den einmal auf den Boden und nichts passiert. Tolle Leistung, ihr könnt klopfen. Was ich meine, ist, dass unser Licht nicht mehr funktioniert, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, verfügt ihr über einen Gwenpetrelstein. Dieser ist zum Beispiel noch in der Lage, dich zu spenden, aber mein Stab ist es nicht. Ich sehe. Geht es von dem Drachen aus oder von etwas anderem? Ich denke, dass der schwarze Rassasaur tatsächlich irgendetwas dort vorbereitet. Irgendetwas Großes. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass er einen Splitter von Borberat bei sich trägt oder ob er andere Ziele versucht, aber was auch immer er tut, das macht diese Mark so finster. Könnte es ein neues Magnum Opus sein? Es könnte sein. Also sollten wir dieses Viech so schnell wie möglich ausschalten. Also das letzte Magnum Opus war ja schon schlimm. Meine also hat mir auch nicht gefallen, gebe ich zu. Verehrung der Elemente, boah. Aber wenn ein Magnum Opus von einem Drachen kommt, dann muss das ja noch viel furchtbarer sein. Natürlich ist dies nicht. Es sollte wohl wirklich alsbald aufgehoben werden. Gut. Aber es macht nicht wirklich Sinn, oder? Ein Magnum Opus in einer Globule zu wirken. Vielleicht ist der verrückte Drache einfach verrückt geworden. Er wird sich von dieser Tat, von dem beim Plan etwas versprechen. Innerhalb der Globule hat es aber nur Auswirkungen innerhalb der Globule. Vielleicht will er alle Menschen innerhalb der Mark mit seinem Magnum Opus töten, sie alle zu Untoten erheben und dann aus seiner Globule irgendwo auftauchen mit seiner riesigen Untotenarmee. Oder noch schlimmer, er will alle in Drachen verwandeln. Dazu müsste er aber keine Globule bewirken oder erschaffen. Vielleicht geht's in der Globule einfach einfacher, weil der Einfluss der Götter hier geringer ist. Weiß ich nicht. Vielleicht? Vielleicht bringt ihm das irgendwie Tarnung oder sowas? Ich weiß doch nicht, wie eine Globule funktioniert. Nun, eine Globule ist eine, stellt euch vor, wie eine Blase innerhalb der Realität. Eine Falte im Raum. Und die ist besser von den Göttern geschützt oder schlechter von den Göttern geschützt? Es kommt auf die Globule an. Erinnert ihr euch, wo wir mit Yasina Melinai waren? Ja, okay, das müsste ein Hesinde-Globule gewesen sein, okay. Genau, die war wahrscheinlich nicht so gut vor den Göttern geschützt. Vielleicht will er eine Globule erschaffen, die besser vor den Göttern geschützt ist, weil wenn ihr euch nach oben guckt, das Preiauslicht ist hier ja auch deutlich weniger präsent. Vielleicht will er ihren Blick abwenden. Oder zumindest verschleiern, was er tut. Oder ihren Einfluss mindern, dass die Geweihten hier nicht mehr so stark sind, das weiß ich doch nicht. Das Vieh ist doch ein paar tausend Jahre alt oder so. Das hat doch bestimmt ein paar mehr Ideen. Möglich.
Wir haben zu wenig Informationen. Wir müssen diesen Polygon holen. Achtet auf die Nebelspinnen. Sollten wir jetzt eigentlich direkt zu diesem Polygon laufen? Nun, wir sollten erstmal den Ort auskundschaften, in dem er gefangen gehalten wird. Ja, gut. Aber es ist doch so eine Festung, wenn ich das nicht richtig verstanden habe. Ja, das ist doch diese Festung, die mitten im Ohr liegt. Das macht die Sache wahrscheinlich nicht einfacher. Natürlich. Moor ist auch nur Moor. Es ist auch nur Humus. In letzter Konsequenz jedenfalls. Nun ja, nicht immer. Gefüllt mit Drachen und diesen seltsamen Spinnen. Aber da müssen wir jetzt doch erstmal gar nicht über den Dergel, sondern wir sollten uns jetzt erstmal in Richtung dieser Festung bewegen und den Typen da befreien. Genau. Um die Spinnen kümmert ihr euch und ich kümmere mich dann um einen Weg über das Moor oder so. Das kriegen wir gemeinsam schon hin. Nun gut. Ihr sagt, wo geht's lang? Ich bin komplett ahnungslos. Karinor? Nun, der Karte nach, wenn ich die richtig lese, müssen wir erst nach Osten und dann gen Norden. Wo ist Osten? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Warum gehen wir nicht dorthin, wo es stinkt? Weil da der Drache ist. Und ich dachte, ihr wolltet dorthin, wo die Würmer sind. Das ist eine gute Idee. Ja, vielleicht könnt ihr uns mit eurer feinen Nase weiterhelfen. Sicher. Krieg ich einen Pfeil? Mein Richtungssinn zählt nicht mehr, hast du gesagt. Aber genau, also Richtungssinn wusste ich nicht, dass du hast. Aber innerer Kompass funktioniert auch nicht mehr. Ihr müsst einfach erstmal nur geradeaus gehen. Ihr befindet euch immer noch auf sowas wie einer Reichsstraße. Also die hat nicht aufgehört zu existieren. Nur links und rechts abseits der Straße ist es immer sehr moorig, sehr matschig. Und auch die Bäume sind tot. Ja, man kriecht durch den, Gestank und wärmer Kälte. Einfach immer nur geradeaus die Reichsstraße hoch. Dann gehen wir einfach immer geradeaus. Aber ist diese Burg nicht dort? Nein. Wieso? Ich weiß nicht, wo ist denn diese Festung? Oder ist das... oder so heißt sie, oder? Ich Korwinstein. Ich kann die Schrift nicht lesen. Korwinstein. Wo soll denn... mir mal bitte jemand diese Festung zeigen. Ich bin brutal verwirrt, wo die ist. Da oben? Okay. Also da? Um Gottes Willen. Wir wollen es runter haben, okay. Und das riecht bis hier runter? Ja, ihr seid jetzt den ganzen Tag seid ihr gewandert. Und das fing an bei Pulit. Da hattet ihr die Drachenspuren entdeckt. Und jetzt konntet ihr auch auf der ganzen Reichsstraße ab und zu mal neben euch im Matsch konntet ihr dann auch die Tatzelwurmspuren entdecken. Oh. Achso, ich dachte, das ist da. Nein. Korwinstein. Ja gut, wollen wir dann wirklich dahin? Das ist viel zu nah an der Heimbahn. Nun, ihr sagtet doch, dass dieser Mensch um euch befreit werden muss. Dann wollt ihr ihn doch sicherlich nicht im Stich lassen. Das ist richtig. Ja, aber sind wir bereit, uns jetzt schon Rassas vorzustellen? Das müssen wir ja nicht unbedingt. Das ist ein... und roter Kaiserdrache, der braucht nicht mal einen Augenblick, um sofort zu uns zu fliegen, wenn wir so nah an Wehrheim dran sind. Nun ja, nah ist nur relativ, oder? Das sind mehrere Meilen noch. Es ist ein gewaltiger, riesiger, superschneller Kaiserdrache. Er kann aber nicht mehrere Meilen weit sehen. Sicher? Ja, du erinnerst dich an diese Augendämonen, die uns gestern noch ausgespielt haben. Was ist die Alternative? Zurückzugehen nach Garret? Nee, nach Alanfa. Nun, mir gefällt es auch nicht, dass wir uns so nahe der Stadt nähern müssen. Ich denke aber, es ist sinnvoll, zumal wenn wir in Richtung der Burg Rabenmund gehen, naja, wir sind da schon in der richtigen Richtung. Gegen diese Augen können wir uns mit bestimmten Sachen schützen. Ihr erinnert euch? Habt ihr diese bestimmten Sachen? Nein. Alraunen? Wenn sie denn der gleichen Domäne angehören würden. Das tun sie aber nicht mehr.
Haben wir es ausprobiert? Nein, noch nicht. Seht ihr? Gut, wir können es ausprobieren. Vielleicht kann man sie dann mit einem ähnlichen Gegentritt, ich weiß nicht, welcher Domäne gehören denn die normalen geflügelten Augen an? Der des Herrn des Wahnsinns. Ah, gut. Kann man mit Spiegeln beschäftigen, weil zerbrochene Spiegel für den Herrn des Wahnsinns stehen, aber ein ganzer Spiegel nicht für den Herrn des Wahnsinns steht. Ja, aber wie gesagt, diese Wesenheiten gehörten nicht dieser Domäne an. Gut, aber dann machen wir es doch so. Man muss ihr dann etwas geben, dem der Konterpart gegen diese Domäne wirkt. Also ich weiß nicht, das wird ja die Gegendomäne zu Boron sein. Ja, richtig. Was benutzt man denn im Boron-Kult so allgemein? Weihrauch. Weihrauch. Dann zünden wir Weihrauch an, wenn sie kommen. Habt ihr welches? Vom Ilmenblatt. Das ist fast wie Weihrauch. Das ist kein Weihrauch. Ja. Also, Afim würde sagen, doch, schon, kann man benutzen. Die Boron-Kirche benutzt das. Ja, das natürlich auch. Also, das wird natürlich funktionieren. Ich bin jetzt nicht so tief da drin, aber grundsätzlich sehe ich jetzt keinen Grund, warum es nicht funktioniert soll. Boron verhaut doch alles, was berauscht. Was? Ja, richtig. Vielleicht in einer Anfa. In einen traumartigen Zustand verbringt. In einer Anfa vielleicht, aber. Ja, natürlich, die einzig wahre Boron-Kirche. Da, wo der Göttervater sitzt. Also nur weil euer kleiner Kult das ein bisschen anders sieht, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist. Ihr müsst euch nicht so abfällig gegenüber den Leuten äußern. Bruder Stygomir und seine Gefährten haben sich uns gegenüber als sehr nett erwiesen. Lohnt es sich hier denn bis wirklich, das Artefakt sich, über eure, sich über eure Götter so zu streiten? Immer. Sie streiten sich auch nicht über euch? Na, das ist richtig. Woher wisst ihr denn das bitte? Also Sumo liebt mich, das ist ganz klar. Sie würde sich nie über mich streiten, weil sie weiß, dass ich toll bin. Ist Sumo nicht tot? Travi und Raya sind sich auch nicht immer einig. Nein, Sumo ist doch nicht tot, wenn Sumo tot wäre. Oh Gott. Ja. Aber ich weiß, Rondra okay. Nicht so ganz zufrieden mit Chor. Das hört man ja schon. Die Methoden und so. Nun, nach Norden oder zurück nach Gareth? Und ihr werdet doch jetzt nicht mehr umkehren wollen. Natürlich nicht, was für eine alberne Idee. Nicht, wo wir den Abalonenwagen haben, den will ich doch mal ausprobieren. Stimmt, wir konnten noch gar nicht gucken, ob er wirklich funktioniert. Natürlich hat er funktioniert. Wo ist eure wissenschaftliche Neugier? Wir sollten einen Tatzewurm finden und den kaputt schießen. Ich bin in der Tat neugierig zu sehen, wie euer seltsamer Bogen sich schlägt. Das werdet ihr schon bei Zeiten sehen. Mit neuem Mut geht das voran. Ihr folgt der Straße, immer noch beklemmt durch die Farbenblindheit. Alles ist nur noch schwarz und weiß und viel grau. Ihr könnt auch teilweise sehen, wenn ihr etwas zu schnell mit euren Händen euch bewegt, dass ihr Schlieren in der Luft hinterlasst, als ob die Sphären dann aufgerissen werden. Und so, wenn ihr dem Weg folgt, könnt ihr sehen, wie ein Wald auf euch zuwächst, auf den ihr dann zugeht und der Weg, der sich dann hindurch schlängelt. Es ist noch nicht ganz, Nacht. Gibt es hier sowas noch wie Nacht, wie Tag? Zumindest ist die Sonne noch nicht ganz untergegangen, der weiße Ball am Himmel. Da hört der Wald wieder auf und vor euch müsste nach der Karte zumindest Kaiserhain liegen. Ihr seid auch schon einmal durch diese Stadt gleich durchgekommen, liegt an einem Fluss und ihr wisst, dass es hier einige Bauernhäuser gibt und am Fluss eine Brücke, über die man normalerweise mit etwas Wegzoll hinüber kann. Aber wenn ihr dann nicht ganz aus dem Weg hinausgetreten seid, sondern noch an der Waldlichtung steht, die euch ja dank fehlender Blätter nicht mehr wirklich viel Sichtschutz gibt, könnt ihr den Wagen erstmal stehen lassen, etwas näher herantreten und erkennt, wie oben auf den Zinnen der kleinen Wehrburg Banner hängen. Heraldik. Eine Heraldik-Probe. Nö. Ich habe kein Heraldik. Alternativ könnt ihr mir auch eine Ackerbauprobe geben. Also selbst wenn ich Heraldik hätte, ich könnte mir die Zeichen nichts anfragen. Diese Runde erkennst das Zeichen von den Mersings und zusätzlich das Drachenbanner.
Die Drachengarde ist ehemals Eliteeinheit des Reiches gewesen, hat sich dann in den Bombardianischen Kriegen umentschlossen und nach zahlreichen Verlusten sind diese Elite-Truppen dann zu Borbrat übergelaufen und dienen mittlerweile in Wahrung Assassor. Ah, wir sind hier richtig. Noch eine Ackerbauprobe? An der kleinen Brücke, das heißt klein, an der Brücke, die definitiv dann auch als Reichsstraße weiter ausgebaut ist, könnt ihr auch sehen, wie dort Mordbrenner stehen. In ihren schwarz-roten Wappenrücken mit der Heraldik darauf. Moment, warum ist das eine Ackerbauprobe? Ich möchte eine zusätzliche Ackerbauprobe haben. So. Bin hier eigentlich schon kein Ackerbau. Was war das bei Iserun? Möchtest du Chippy benutzen? Nein. Ach komm, der Tag ist eh fast um. Kiaras, du erkennst, der Boden ist aufgewühlt. Und nicht so, als würde man hier etwas einpflanzen wollen. Und auch nicht so, als wären dies Gräber. Eine seltsame Plantage. Schaut nur, das sieht fast aus, als hätte jemand alles rausgerissen und jetzt wäre hier eine ganze Horde. Wie nennt ihr diese wilden Schweine? Wildschweine? Genau. Also wäre so ein Horde von denen hier durchgerannt. Vielleicht haben sie doch irgendwas gegraben nach Edelstein oder Gold oder. Oh, vielleicht ist das hier, na, dort, wo die sie die Tatzelwürmer austreten lassen oder so. Ja, oder kann ich gerade sagen, ihr meint, es sieht gar so aus, als wäre hier eine Horde ungeflügelter Drachen durchgelaufen? Möglich. Erinnert euch vor Wehrheim die kalten Alrix, die sich in die Erde vergraben haben? Und so denkt ihr, dass hier einige Untote liegen? Das wäre möglich. Durchaus. Wie viele Mordbrenner stehen denn da ja an der Brücke? Also auf den ersten Blick kannst du 10 auf den verschiedenen Seiten erkennen. Also so 5 und 5 jeweils dann über die Brücke verteilt. Und wenn du nochmal genauer auf diese Wehrburg blickst, die dann am Wasser liegt, kannst du weitere Mordbrenner erkennen und die ist definitiv besetzt, die ist bemannt. Also wenn da jetzt so eine goldene Lanze aus dem Süden anpreschen würde, die wären sicherlich sehr schnell dann auch bereit, diese Brücke zu verteidigen. Ich habe herausragenden Sinnsicht, sehe ich mehr oder auch nur das? Du siehst, würfel mal eine Sinnschaftprobe. Könnt ihr alle würfeln. Warum ist da Klugheit drin? Warum bist du so dämlich? Das ist die eigentliche Frage. Ich brauchte die GP, lass mich. Ich sehe ganz gut mit dem. Also ich habe ja auch noch meine Dämmerungssicht. Ich könnte ein Adlerauge. Ja, es ist zu spät für ein Adlerauge.